Moin Leute und herzlich willkommen zu Wimmekoi. Heute den Start bei Jan und seinem 10.000 Liter Koi-Teich. Ja Jan, wann hast du den Teich gebaut? Moin erstmal. Den Teich habe ich letztes Jahr im Frühjahr gebaut. Das war eine Nacht- und Nebel-Aktion, weil ich auf der Baustelle die Sandwichplatten als Abfall mitgekriegt habe. Hast du isoliert die Wände, Filter auch? Ja, voll isoliert, genau. Voll isoliert. Weil das sind ja die ganz normalen Sandwichplatten mit Blech außen und die habe ich dann halt als Grundlage für den Gartenteich genommen. Ja, sieht schön aus, klein aber fein. Mal von der Hydraulik mal richtig gut dimensioniert. Du wälzt das Becken zweimal die Stunde um, zwei Bodenabläufe, ein Skimmer für 10.000 Liter, ist natürlich super sportlich. Da kannst du mal richtig genau. Futter reinknallen, weil zweimal die Stunde umwälzen, oder knapp mehr sogar, 22.000 Liter wälzt du gerade um. Richtig gut, sieht man selten. Man hat es eher, dass es zu wenig ist. Meistens sind es nur zu wenig Abläufe. Hier hast du fast schon zwei zu viel, aber gut, dadurch kannst du das Becken natürlich zweimal die Stunde umwälzen. Und das sieht man im Wasser auch an, sieht richtig schön aus. Der Boden ist blitzeblank, so kann es dann auch mal gehen. Ja, richtig schön. Bestand hast du jetzt eher so, sage ich mal, Eurokoi vom Nachbarn oder so, um die Ecke. So ungefähr. Und hast du auch zwei oder drei kleine Störe drin, ne? Zwei sind das, genau. Gut. Im Winter wirst du sie wahrscheinlich dann mit einem Netz oder einer Platte separieren müssen. Einen kleinen Teil, dass die Koi auch ihre Ruhe finden. Aber voll isoliert, lässt sich schön abdecken. Sieht richtig schön aus. Ja, richtig schöner Teich und den gucken wir uns gleich mal im Detail an. So, hier nun der Teich im Detail. Also mit Sandwichplatten hast du praktisch in die Erde gestellt. Genau, einmal ein 10 cm Fundament gemacht mit den Bodenabläufen drin und dann die Sandwichplatten raufgestellt und darauf eine PP-Folie 2 mm geschweißt. Okay, alles selber gemacht? Genau. Ja, sieht super aus. Wie ihr seht, nichts am Boden. Ist auch kein Wunder, auf den Bodenabläufen ist mal richtig Zug bei 22.000 Liter in der Stunde Umwälzung bei 10 Kubik Gesamtvolumen. Richtig, richtig schön. Man sieht doch, wie tiefenentspannt die Fische sind. Der Bodenablauf kommt hier unterm Schilf zurück. Er hat sich zum Glück mit Wasserpflanzen etwas zurückgehalten, nur dezent. Genau. Und alles in Töpfen, dass da auch nichts schief geht. Ja, ich hatte schon Angst, dass bei drei Bodenabläufen der Skimmer gar nicht mehr zieht, aber ist ordentlich Sog drauf, das funktioniert. Mit zwei Umwälzungen die Stunde kommt er hin. Ja, guckt euch das an. Klein, aber fein. Ist nur ein Meter tief, aber isoliert und im Winter wird dann abgedeckt. Letzten Winter ist er sogar ohne Abdeckung durchgekommen, haben es alle gut überstanden. Aber man muss dazu sagen, dass der Winter sehr mild war. Wenn es mal richtig 3-4 Wochen Dauerfrost ist, dann wird er schon froh sein, wenn er eine Abdeckung drüber hat. Kann ich nur empfehlen. Aber ansonsten, richtig schickes Wasser, tiefenentspannte Fische. Echt schick, gibt's nix. Sehr, sehr schön gemacht, direkt am Haus. Da kann man sich wirklich nicht beschweren. Eine sehr schöne Anlage. Gucken wir uns nun den Filter an und dazu sage ich bis gleich. So, da wären wir zum Filterteil. Wir haben hier einen kleinen Trommelfilter von Aquaforte, was bei dem Teichvolumen einwandfrei funktioniert, richtig dimensioniert ist, mit 3x110 geht es rein in den Trommler. Hinter dem Trommler sitzt dann im Lauf zur nächsten Kammer die UVC. Dann geht es mit 2x110 in 1 Kubik Helix bewegt, was bei dem Teichvolumen mehr als ausreichend ist. Man sieht auch richtig schön, wie es besiedelt ist und eingefahren ist. Und hier im 200er Rohr zieht dann die Pumpe an mit 110er Verbindung und Rückleitung. Also richtig groß dimensioniert, so wie es sein sollte. Und drückt auf kürzesten Wege zurück in den Teich. Man sieht auch richtig schön die Strömung, wie sich das Wasser dreht. Also alles sauber und richtig aufgebaut, isoliert für den Winter. Sehr schön gemacht. So mag man das. Das Einzige, was ich noch zu kritisieren habe, ist die Luftpumpe.
die über Wasserniveau stehen sollte, damit da die Membran nicht kaputt geht und die Pumpe nicht kaputt geht, wenn die Pumpe mal zum Stehen kommt, dass das Wasser nicht reinläuft. Aber ansonsten ist das hier sehr, sehr schön umgesetzt, schick und sauber aufgebaut. Von der Biologie groß genug dimensioniert, einwandfrei gemacht. So, das wäre der kleine, aber feine Filter zum 10.000 Liter Teich. Jetzt schauen wir uns noch die Wasserwerte an und dazu sage ich bis gleich. So, und da wären wir zu den Wasserwerten. Wir haben einen pH von 7,6, einen Sauerstoff von über 9 bei 18,7 Grad. Wir haben nicht nachweisbares Ammonium und einen Nitrit von 0,05, was abends um 7:30 am Ende des Tages nach der letzten Fütterung völlig in Ordnung ist. Aber da sieht man schon, dass 300 Liter bewegtes Helix durchaus an die Grenzen kommt. Es würde nicht schaden, da nochmal 100 Liter nachzufüllen, weil der Besatz schon ausreicht, um am Ende des Tages noch eine Restnitritspur im Teich zu haben. Bis morgen früh wird die sicherlich größtenteils abgebaut sein. Aber der Besatz reicht durchaus, um den Filter hier ordentlich zu fordern. Da schadet es, glaube ich, nicht, nochmal 100 Liter bewegtes Helix hinterher zu kippen, um den auf Dauer, weil die Fische wachsen ja natürlich auch noch, den Filter zu entlasten. Aber trotzdem ein sehr schöner Teich mit einer ordentlichen Umwälzung. Da gibt es nichts. Habe es jetzt noch selten einen Teich gesehen, der zweimal die Stunde umgewälzt wird. Und dennoch haben wir noch eine Restspur von Nitrit von 0,05 drin. Da muss man dann gucken, ob dann nochmal 100 Liter bewegtes extra reichen. Und aber ansonsten vielleicht doch auf statisch umgestellt wird, um die 1 Kubik wirklich komplett auszunutzen. So, das wär's für heute. Wenn euch der Blog gefallen hat, lasst ein Follow und ein Like da. Wenn auch ihr euren Teich oder eure Inhaltung im Blog sehen wollt, lasst es mich wissen. Schreibt mir eine E-Mail an wimme@gmx.de. Ja, Jan, danke, dass ich hier bloggen durfte. Gerne. Sehr schöner Teich. Schön, dass du da warst. Toll gemacht. Sehr, sehr schön umgesetzt. Und das noch als blutiger Anfänger letztes Jahr. Trotzdem richtig gut umgesetzt. Da wirst du viel Spaß dran haben. So, das wär's nun. Bis zum nächsten Mal und frohe Pfingsten. Bis denn.